Wir haben auch eine Frau, die bei uns mitarbeitet, oben an der Lampe. Applaus für Mirjam Schüffel. Sie ist noch zu haben. Gut, aber meine Frau. Das ist zu lang für euch. Kenne ich noch. Die Lampe ist rot. Fuzzi, das ist der bürgerliche Name, ist Fuzzi. Künstlername ist Sergei Gleitmann. Ich möchte jetzt für euch noch eine Geschichte machen. Ihr könnt schon mal das Licht ein bisschen heller machen hier, Erwin, haben wir hell genug, da muss man vorne sehen können. Er macht für euch jetzt, bei Thomas Gottschalk, wenn die dann kommen, dann die Hollywood-Schauspieler, dann erzählt ja einer immer in so einem kleinen Glaskasten, die reden dann so, dann hört man so schön. Ja, hat er schon lange Jahre, hat er lange Jahre in der Apotheke im Schaufenster geturnt. Und da ist er, Sergei Gleitmann, Alia Ilja Rogo. Zwei Stunden und eine halbe. Wegen Pause. Oh, Entschuldigung.
Das war die Frikadelle aus Mörs. Vom Pfingstsonntag. Dann habt ihr am Anfang gedacht, wer einer drin ist. Ich hab ja geklopft, ihr erinnert euch. Hallo! Ja! Huch! Wie ist es denn da drin? Geht! Naja! Am 21. glaube ich, kam der Sommer und erst hat man gedacht, oh, hoffentlich kommt da nicht schnell der Herbst. Weil man weiß ja vom Frühling, dass der schnell vorbei ist, dann der Sommer auch schnell und Ferien und schon Herbst. Ne? In unserer schnelllebigen Zeit, man weiß ja gar nicht mehr, was man so schnell dann noch erledigen, also die Urlaubserledigung, weiß man gar nicht, ob man die schafft, ob man die Schlange erwischt. Die Autoschlange. Und dann ist der Sommer schon vorbei, dann kommt der Herbst und wenn der, das ist das Traurige, kommt der Winter, dann der Frühling und dann schon wieder der Sommer. Ich weiß nicht. Merkwürdiger Typ. Merkwürdiger Typ. Die Herbst. Nee, stimmt ja gar nicht. Die Erbse. Jetzt ist Sommer und alle Vögel sind schon da. Weg. Ja, wenn hier in Deutschland kälter wird, dann fliegen die weg. Die haben Flügel, können fliegen, jederzeit, egal. Sie bilden trotzdem Formationen, zum Beispiel Gänse oder Stare oder ja, Meisen, richtig, da hast du wohl recht. Meisen, sogar Meisen. Meisen sind, zeige ich auch, richtig, weiß ich. So, Tee. Nein, das Schwein, das musst du alles noch lernen. Scheinwerfer. So, jetzt sieht man dich. Das geht schon immer besser. Pass mal auf, in 40 Jahren. Auf so lange brauchst du mal alles. Naja, so Wellenpark, so ein. Da ist so unter dem Dach, dieses Dach, da ist so ein, so ein Dach, da ist so ein Meisennest. Hier, so, das ist so Asbest. Ja. Das ist ein Asbestdach. Ein schönes Asbestdach. Für Meisen ist es nicht so gefährlich wie für Menschen, denn die Meisen haben nicht so eine hohe Lebenserwartung, das ist ja egal. Mir fällt drauf, da waren ganz viele Zigarettenkippen drin, jetzt hatten sie da so eine Nikotinvergiftung, wahrscheinlich. Und da habe ich gedacht, ich bin Tierfreund. Und ich war noch so klein und das Meerschweinchen. Und dann habe ich gedacht, ich muss dem helfen. Ich habe es also auf der Straße mit Klebeband festgeklebt. Und weil ich noch keinen Führerschein hatte, bin ich mit dem Fahrrad da 40, 50 Mal runtergefahren. Die Schreierei. So traurig, ne? Ist das dann. Nee, auch wenn man dem Tier helfen will, aber die Schreierei, sehr traurig, aber Themawechsel. Geld rausgeholt mit der Karte. Aber das vermehrt sich dann, wenn man rauszieht. Das ist ja irre, ne? Völlig verrückt, ne? Aber ich habe sehr viel Geld, Millionen. Und zwar. Ich zähle das anders wie andere Leute. Ich zähle einfach nur, ich sage so, das ist jetzt 1 Million. Das sind vielleicht nur 10 Mark. Ich habe noch Mark, ja. Mark ist mittlerweile viel mehr wert, wenn man noch welche hat. Aber das wissen ja die wenigsten. Ja, Mark wird ja im Moment unheimlich hoch gehandelt. Ungefähr halb so viel wie Euro. So, du wirst ja noch in Mark ausgezahlt. Sonst die restliche Band, da sag ich mal, weil wir mit Rentnern arbeiten, ist das nicht die Belastung nicht so hoch, weil die dürfen nicht so viel verdienen. Also die dürfen nur so viel von denen, sagen wir mal.